So, hallo, ich bin wieder mal im Wald, wie ihr seht, etwas rennen, noch ein bisschen außer Atem, aber ich beginne schon gleich mit dem Thema. Die Frage ist, woher weiß ich, wenn ich zu Hause bin, wie lange die Schülerinnen und Schüler für eine Aufgabe haben? Und da gibt es wie zwei Antworten, in die ich jetzt gehen kann. Das eine ist, ich habe eine gewisse Erfahrung und auch ein Vertrauen in die Schülerinnen und Schüler und ich setze die Werte so an, dass alle rechtzeitig damit fertig werden mit den Aufträgen, die ich gebe, damit die, die Freude und Lust daran haben, auch etwas mehr Zeit investieren können. Aber die, die viel anderes zu tun haben, vielleicht andere Fächer, in denen ihnen das Lernen wichtiger und bedeutsamer ist, das vielleicht auch in der Hälfte der Zeit erledigen können, die sie sonst mit Schule und Hausaufgaben zubringen. Die andere Möglichkeit ist, dass ich das natürlich auch technisch überwachen kann. Also ich kann zum Beispiel sehen, wie schnell geben die Schülerinnen und Schüler Aufträge ab. Ich könnte ihnen auch Zeitvorgaben machen, weil ich Teams benutze, kann ich genau timen, bis wann sie die Aufträge abgeben müssen. Ich sehe auch genau, wann sie ihre Arbeiten eingereicht haben. Nur diese Art von technologischer Kontrolle ist mir sehr suspekt. Wir dürfen die Schule nicht zu einer Überwachungsanstalt degradieren. Das ist auch nicht unsere pädagogische Aufgabe. Wir müssen das Lernen der Schülerinnen und Schüler befördern. Und da denke ich, ist es im Moment angebracht, ihnen auch genügend Zeit für ihr Lernen zu geben. Nicht versuchen, sie den ganzen Tag zu beschäftigen, sondern ihnen Möglichkeiten zu geben, wie sie sich beschäftigen können, wenn sie sich langweilen, wenn sie denken, ja, Deutsch, das wäre jetzt mal interessant in meinem Fall, oder Biologie oder Geografie in anderen Fällen. Aber wenn sie, Entschuldigung, Erdkunde, nicht Geografie, wenn sie dann auch keine Lust haben, keine Zeit haben, vielleicht mit Geschwistern lernen müssen, den Eltern helfen müssen im Haushalt oder einfach auch keine Lust haben, lieber Fernsehen und Serien schauen oder Bücher lesen, dann bitte auch dafür Freiräume schaffen. Also ich würde sagen, wie viel Zeit brauchen die Schülerinnen und Schüler für Aufgaben? Fragt sie, geht von euren Erfahrungswerten aus. Und gebt ihnen auch genügend zeitliche Freiräume. Das war's für diesmal aus dem Wald. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.